Moin, Servus, Moin. Nach einer dreitägigen Pause geht's weiter mit der World Cup-Vorbereitung. Diesmal das Orfeo World Cup Preparation Turnier. Ein Turnier, was nur dazu da ist, um sich auf den World Cup vorzubereiten. Das ist mein erstes Match in dem Turnier. Winners Round 2 gegen Pinot. Und mit dabei ist ein sehr guter Kollege von mir. Willst du dich selber vorstellen wieder? Moin, Servus, Moin an alle da draußen. Ja, ich bin's, Endo Sun. Endo Mamoru, hörst du bei dich? Ich war letztes Mal schon mal in einem Video dabei, falls dich erinnert, aber heute habe ich wieder die Ehre und bedanke mich dafür und hoffe, ein schönes Match zu sehen. Mal gucken. Ich persönlich kenne Kino noch nicht, aber ich habe einmal gegen ihn gespielt. Es war aber eher so for fun, mehr oder weniger, deswegen Sollte ihn auf mal jeden gucken. Fall nicht unterschätzen. Er kann spielen. So ist nicht. Nomesh bin ich der Meinung, im Gegensatz zu seinem Bruder Eth, der eher chained. Gut zu wissen, weil Eve nächste Runde wahrscheinlich auf mich wartet. Oh, das ist jetzt eine Koinzidenz. Das hatte er jetzt nicht geplant. Aber umso besser. Abfahrtsmatch. Killer Fields Onizuka im Mittelfeld. Vermutlich Cashen Torb als mittlerer Defender. Alles andere wäre ziemlich stupid. Arion Mixmax erste Halbzeit. Das sehe ich in letzter Zeit sehr oft. Das machen auch so viele. Bro 2021 hat angerufen und will ihre Meta zurück. The fuck? Henshu, okay. Henshu erste Halbzeit. Das ist interessant auf jeden Fall. Ja. Jonas Was? Gebait. Ist was am Kochen, so lange ist es. Ja, ich glaube auch. Ah, shit. Schade. Schön durchgedasht. Hast du leider ein bisschen verfehlt, aber happens, alles gut. Ja, machst du nix. Gerade noch so der Grätsche ausgewichen. Null 1 zu 0. Ballkontakte. Machst du gar nix. Doppel-Tenshu. Das ist sehr interessant jetzt. Das heißt, in der zweiten Aber Halbzeit keinen AFAM. Henshu als Stürmer? Henshu als Stürmer? Dann hoffen wir mal, dass er kein Dribbling parat hat. Äußerst suspekt. Ja. Ja. Mini-Lag. Chillig. Egal, alles gut. Soul ist gecharged. Durch da. Jetzt verstehe ich auch, warum du Shane wolltest. Ja, ich hab's ein bisschen befürchtet. Wo kommen die beiden Onizuka her? weg. Leben in Belgien, aber spielen für Sub-Sahara-Afrika im World Cup. Also Wurzeln aus dem Senegal, illegal, asozial, Wuppertal. Er hat versucht, Dodge umzugrätschen. Not bad. Aber einfach abgewartet hier, um mit Tenshi Raima aufs Tor zu schießen. Dodge ist uncharged. Ah, Banger. Sollte dich aber nicht. Oh, Nee, okay. das wird Sollte dich direkt doch schießen. gestoppt. Ja, Das ja. ist belastend. Banger, dass er genau zwischen der Schuss-Start-Animation und jetzt uncharged, sehe ich. Okay, das Dribbling war persönlich. Ich will unbedingt was von Simeon weghaben von Dafür ist Mixmax. wenigstens der Sharp wieder komplett leer. Ja, er hat kein Dribbling. Er hat kein Dribbling. Was ist, Sonst. Ob das jetzt geplant war oder ob es ein Missplay ist? Sonst wäre da durchgekommen. Oh mein Gott, war das schlecht. Ich habe auch initiated, ne? Ich habe gerade auf den Initiate-Knopf gedrückt, aber. Ja. Select und das Timing zu treffen ist schwierig. Ja, gegen Japaner auch schon schwierig. In der Hades Garden League hat es noch ganz gut geklappt. Hier, oh. Ah, selbe Idee gehabt. Was mache ich denn da jetzt am dümmsten? Er hat Simeon umgehittet. Verpiss dich.
Okay. Unlucky. Besser als nix. Immerhin bleiben wir im Ball. Aber der Tammer wird nicht getroffen, der ist quasi direkt noch neben dir. Wer kriegt den durch? Rücklade. Geht mit Kitaki weiter durch. Zu früh initiated. Ich gebe den trotzdem. Soul hat kein Miximax mehr, das ist belastend. Hätte auch ins Auslöschen können. Ja. Er hat aber ihn gesehen. Aber alles gut, Simpot. Jetzt hast du die Außenlinie ein bisschen Platz. Ja. Okay, alles gut, da komme ich durch. Simeon ist offensiv stärker als man glaubt. Das stimmt. Überrascht mich auch immer wieder. Ich könnte vielleicht gerade noch so einen Schuss rausbekommen. Die Frage ist. Aber Axel ist nicht gecharged, den hast du eben Skill Driver. Ah, schade. Das Tor. Hat sich eh gerade erledigt. Ah, cool. Der Tenchu ist actually ziemlich nervig. Die Frage ist, wie groß ist seine Range? Die Frage aller Fragen. Seine Range ist zu groß, ist die Antwort, aber Nathan ist da. Der erste Tenchu ist im Dorf gelöst. Der zweite noch nicht. Ah, dass er den genau gegen Goldie hat, ist bodenlos unlucky. Was macht er jetzt? Ja. Unglückliche. Ein bisschen zu weit außen gespielt. Naja. Ja. Gut, dann durchkommen. Zieht nach außen. Was versucht er jetzt? Geht jetzt hier durch Samford? Was macht also der jetzt? Deine heiße Phase auf jeden Fall weg. Vielleicht nee, nee, Summe Shot. Nee. Hier ist nicht weg. Ja unten. Ja unten. So. Wenn er nicht weg ist, wird. Ja, Caleb einfach. Caleb umgenockt. Und den Ball vor. Ah, ich hab so auf den Dribbling gedrückt. Ja. Nathan hat doch keinen Bock anscheinend. Der charge dir gleich der Timmer. Sag ich doch. Aber einfach zum Glück nicht viele Leute. Ja, ja, nur ein. Es geht noch. Was sein kann, ist, dass er einen ultra knapp in der Summerball versucht. Nicht in der Summerball, einen ultra knapp Dash Break. Ja, er geht doch noch in den Summerball. Nee, aber zu optimistisch an der Stelle. So, jetzt noch eine Shane rauskriegen, das wär's jetzt. Aber die kommen dir hinterher gerannt wie kleine behinderte Bengel. Egal. Ich probier's einfach, die Zeit ist eh fast rum. Es muss einfach was passieren. Lieber noch dadurch, anstatt noch einen Angriff zu kassieren. Feuer, Cannon ist da, ich chain einfach. Mit etwas Glück hat er Mark. 4 RNGs, wie ist bodenlos. Er hat Darren im Pump. Ah, ja, Darren, okay. Dann wird das von nichts. Air Bullet Nate, okay. Mhm. Air Bullet Counter plus 1. Air Bullet Counter plus 1, aber welche Technik hat der? Mao, okay. Das ist ziemlich gut. Maus! Für den Axel gefunden, erschlossen. Und ich weiß ganz genau, warum es sehr gut ist. Wenn ich mich gerade zurückerinnere an das Bild, was ich sehen durfte. Ja, das war schon ein bisschen gottlos. Und es wird noch ein bisschen gottloser. Und jetzt wechselt er auf Mark gleich, pass auf. Kann er machen. Hab ich gar nicht so. Willst du Yuichi vorne? Ja. Wegen Größe und Body Model?
Nee, einfach weil Victor nur eine Level 2 Chain hat. Kioska hat nur eine Level 2 Chain. Eignet sich nicht ganz so gut. Was ich schade finde. Tenshu in die Defense, Gamma rein, scheiß auf Goldie. Ja, scheißen wir auf Goldie. Wir scheißen auf Goldie. Und super rein ins Mittelfeld. Welches Dribbling habe ich auf Tenma? Dachte ich mir. Okay. Das, was man vermutlich nicht so oft sieht, Tenmas Tenma mit Guard Ring. Nazuma Candy für Axel und Tonus Candy. Ah, die Frage ist, ich glaube, ich move sogar Gamma und Flora so rum. Und ja, Key ist etwas unusual. 8 Kick. Mein Plan für die zweite Halbzeit ist einfach durchfeuern. Dadurch, dass ich eben 8 Kick habe, sollte selbst, falls er Endo einwechselt, das nicht wirklich ein Problem für mich sein. Und ich denke, dass er das auf jeden Fall nicht erwarten wird. Er hat Samford geboostet. Auf S plus Guard vermutlich. Spielt 8 Guard. Er hat Darren drin gelassen. Oh mein Gott, das ist heißt, das Premium. Ein Schuss ist eigentlich so gut wie free. Das ist so free. Pascal Stürmer. Pascal Stürmer. Ist rechts außen bei Fran. Bro thinks he's parallel. Was er nicht weiß, ist, er hat zwar Schuh außen, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht bereit bin, einen meiner Vladimir Charges zu opfern, weil ich trotzdem noch zwei Schüsse rausbekomme. Das Gute ist, dadurch, dass Schuh außen ist, hast du da keinen, der dich unnötig stört mit dem Block. Das stimmt. Jetzt wird gecampt. Und Feuer. 8 Kick rein, 219. Und das auf den Chain Starter, das musst du dir mal vorstellen. Der geht rein, wenn er keinen Block hat. Der ist drin, 1-1. So bodenlos. Und ich habe mir vorgestern noch die Mühe gemacht, die Catchrate mir aufzuschreiben und auszurechnen, mit was ich was halten kann. Und dann kommt sowas. Ja, 8 Kick. Dann hast du einen Chain Starter, dann Free Goal machst, ohne dass du dein Miximax vorne belasten muss, mit dem du theoretisch immer noch schießen kannst und doppelten Typenvorteil hast. Das ist richtig. Da wird auch meine Strat sein, auf den einen oder anderen Level 3 Schuss / Cashen zu gehen. Gabi auf außen ist ein bisschen nervig mit dem Block. Vor allem, weil er Guard Keys spielt, bedeutet, ich komme da halt nicht vorbei. Aber machbar. Das aber dann zieht es ja auch nicht, da durchzudribbeln. Und das Gute für dich ist, dass... Der Block juckt mich nicht, das ist das Ding. Dass er damit, dadurch, dass er Guard Key spielt, nicht frei durchkommt bei dir in der Verteidigung. Sondern du da immer noch die eine oder andere Chance hast zu verteidigen. Cleaner Uncharge, Nathan Star, sein Samford auch. Okay. Nimm mal mit. Samford Uncharged ist sehr saftig. Wäre cool, wenn ich irgendwann mal Kioske bekommen könnte. Oh, Ball nach vorne zu Shu. Der spielt Guard, richtig? Er spielt Guard, er hat Tusk im Sturm. Ja. Er würde nicht Tusk im Sturm spielen, wenn ich Guard hätte. Oh mein Gott, war das ein cleaner Dodge. Oh, ist das wundervoll. Und da kommt Idee der von ihm, aber schön ausgespielt. Idee war gut, ja. Mit dem Timmer hast du natürlich eine echte Bank da vorne, ja. Das ist richtig. Ja, und das war's mit seiner Hero Time. Da kann er Flora so oft umknocken, wie er will. Oh mein Gott, ich bin dumm. Ich hab nach rechts gedrückt. Ich hab nach rechts gedrückt. Ja, der Delay. Auf mir, dass er verkackt. Schade. Ah, war das schlecht. Egal, happens. Oh, war das schlecht. Ich hätte ihn mit Tenshu auch noch blocken können. Aber denk dran, sein Samford ist nicht mehr gecharged, sein Axe ist gecharged. Du hättest theoretisch auf der Außenbahn, wenn du an dem Tenshu vorbeikommst, freie Bahn. Ah, Goldie hat mich weggenockt hier. Ja. Goldie hat mich weggenockt, das war nur Goldie. Okay. Interessantes Dribbling. Das müsste es aber mit dem Tenshu gewesen sein, oder ne? Nee, nicht ganz. Genau, ja, eins noch. Aber da kommt er nicht durch.
Das ist noch besser. Er hat keinen Block mehr. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er keinen Block mehr. Das liebe ich nämlich jetzt, Shayna, wenn die anfangen, aus Angst den Totschein-Mixi-Max rauszuholen. Ich hab so losgelassen. Ich hab so den Schuss-Button losgelassen. Oh, Mann. Schade. Egal, deine Exe bleibt noch für einen Moment start und eine Totschein-Ladung. Ja, ich hab ihn uncharged. Ah, ich hätte mit der Level 3 feuern sollen. Okay, Dribbling gegen Flora. Er mag den Flora Mixmax nicht, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, der ist persönlich. Der ist mies persönlich. Okay. Lässt mich nicht Victor Mixmax. Mean das 8-Kick-Team pokert halt darauf, dass ein No-Mash-Gegner nicht Body-Keys zockt. Weil dann ist man ziemlich am Hintern. Der kommt da durch, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Weil er eben Guard Keys hat. Deshalb waste ich nichts von meinem Tenma Mixmax. Oh mein Gott, und ich kann es nicht verteidigen. Ja, ist lucky. Niemand mehr da. Schöne Dash und Brick. Pascal Stürmer, das ist eine Frechheit. Das ist für ihn. Naja, wir haben noch 12 Minuten auf der Uhr. Ja, noch ist Zeit da. Das sollte Goldie knocken. Goldie als offensives Mittelfeld ist auch eine Frechheit. Mit Guard Keys auf jeden Fall. Damit knockt sie echt alles weg. Ich wusste es. Es war so klar. Das war damit so. Die Hero Tame weg. Gut ausgespielt. Das stand so in der Zeitung von gestern. Lucky. Der Tenshou aber Onizuka ist da. Diese blöde Goldie. Aber ich choke es auch rechtzeitig zu schießen. Das ist halt auch schlecht von mir. Und dafür, dass du kein Chainer bist, ist es auch nicht so einfach. Gerade weil nein, du das hat nichts damit Lack zu hast in dem Game. Das ist trotzdem schlecht. So oder so. Er ist halt einfach schlecht. Und das ist 4-1. Bin mir ziemlich sicher, dass er so auch hat. Und dann kann ich da halt nichts mehr gegen machen. Nevermind. Die Chance lebt doch noch. Ja, cool. Und dann sowas. Es ist einfach schlecht. Nee, das ist einfach nicht gut. Und hinten rum. Jawohl. Klassiker. Willst du noch ein bisschen weiter rennen? Bro, reicht. Ja, das ist verloren. Schade. Der Tenshou endet halt auch aber nicht. Ein bisschen wundert, weil er nachher nicht viel eingesetzt hat. Jetzt hast du den Ballbesitz. Nutzt deine heiße Phase aus. Wenn du jetzt einen Shane rauskriegst, das Tor machst, dann hast du noch alle Chancen. Ja, es kann sein, dass ich jetzt einfach meinen wichtigsten Defender riskieren muss. Um ist Tor fun. Zu machen. Wo ist Yuichi? Aber ich glaube, du bist weit links genug, damit du mit Axel und zurückgehst. Ja, Yuichi wird jetzt halt dran sein als erstes, ja. Das ist halt jetzt ein bisschen lost. Egal, du musst das Tor jetzt machen, das ist das Wichtigste. Ja, das Kyosuke 187, besser ist es. Okay. Wenn ich jetzt nicht die Chain Ram bekomme, kann ich ehrlich das Game quitten. Ja, besser ist es. Sehr gut. 232 und ciao. Und Abflug. Und Abflug. 3-2. Er würde jetzt hinten rumspielen, 100%. Er würde jetzt einfach hinten rumspielen. 100%ig. Wie viel Zeit ist noch ein bisschen? Okay.
Aber seine heiße Phase existiert auch noch, das könnte zum Problem werden. Ja. Ja, keine Lags. Aber er läuft nicht hinten rum. Ja, es gibt noch keine Lags. Das sind die... war bei mir vorhin auch so. Das sind... wo das ist alles programmiert. Das liegt nicht am Server. Das ist programmiert, das Spiel will, dass du verlierst. Ach so, das, ja, das kann sehr gut sein. Das hatte ich bei mir im ersten Spiel vorhin auch. Schade. Frage ist, ist es S+? Es ist S+. Das wäre die Chance gewesen. Damit denke ich, ist es aus. Ja, denke ich auch. Und hinten rum, weil Stallen super ist. Ja, GG. GG's. Machst nix. Ja, nicht dann... optimal ausgespielt von Kino, war nicht das schönste Spiel. Na, es geht immer noch besser als das eine Dings-Match. Ja, das natürlich. Und geht's direkt ins Losers Bracket. Werden, glaube ich, jetzt eine Menge Matches auf uns zukommen. Naja, die Zuschauer freuen sich. Ja, da muss jetzt mies aufgeräumt werden. Das war's aber auch von dem Video. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.